Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prey Mooncrash. Ja, es ist ein paar Tage her, wo ich gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen wollte. Was geht ab? Wo sind wir? Was machen wir? Ach ja, stimmt, wir sind in einem neuen Gebiet, ne? Wir sind in einem blöden Labor. Ich glaube, es soll nicht so sein, dass ich hier durchschauen kann, oder? Sieht man das auf der Aufnahme auch? Ja. Hä? Okay, ich tue einfach mal so, wie wenn es normal wäre, dass der Boden durchsichtig ist. Wow, geile Grafik, Alter, was geht ab? Okay. Wir sind im Labor, wir erkunden jetzt das Labor, weil hier, glaube ich, ist ja irgendwo... Ah, Beschädigungsstufe ist auch schon oft zu... Wow. Nochmal. Peng! Nein, bleib offen, hör auf! Nein, mach nicht zu! Peng! Da ist auch so eine Zyste. Hallo? Plopp! Nochmal, wenn ich jetzt da... Hm? Ich habe eigentlich genug Munition. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum die dann platzen, aber okay, scheiß drauf. Was? Oh oh. Was ist denn das? Oh, da ist der Spacko. Komm, jetzt haben wir ein bisschen Punkte. Ah, erwischt. Und nochmal. Warte, ist hier noch ein Gegner? Wow. Geh weg. Piss dich. Niemand will dich haben. Dann Scheiße. Okay, dann halt nicht. Hey, warte. Hopp, hau rein. Woher habe ich das Passwort? Ich habe keine Ahnung, ob los geht's. Töte sie alle, vernichte. Was ist hier los? Warum kann ich das entriegeln? Hopp, Angriff, das sind die Zysten draußen. Sehr gut, jetzt sind sie alle weg. Mein Kampfroboter oder mein Terminator. Was ist? Ich hab ne Bank, verpiss dich. Oder CDs? Was steht auf den CDs drauf? Nukanone? Aha, aha, aha. Furchtreaktor. Weißt du, wenn die schon wissen, dass sie sowieso wahrscheinlich alle sterben? Kannst du mal den da drüben töten? Hey, mach mal deinen Job. Da drüben. Oh, da ist eine Leiche. Hey, Kumpel. Trinkt der gerade was? Oh, ne, ist ein Mülleimer. Nein, ist es nicht. Schau da hinten. Ja, schau da. Der da. Ja, genau. Mach, hopp. Ksch. Hey, der ist gar nicht so dumm, ne? Ja, okay, doch, er ist dumm. Was für ein Trottel. Okay, nimm alles zurück, er ist ein Vollidiot. Geht's da rein? Hallo? Hm. Restroom. Hopp, wir gehen jetzt pissen, Alter. Ich muss mal auf die Toilette, was ist los hier? Warte mal. Hallo? Da ist Blut. Kaffeetisch. Komm her. Okay. Her mit einem Scheiß. Ich
Ich hoffe, der ist verreckt, der wo das gegessen hat. Veggie-Mix, Alter, was schon, wirklich. Das ist wirklich ein scheiß Vegetarier. Kann ich das auch aufmachen? Engineer Annex. Meine Frage ist gerade, heißt der Annex oder ist es nur für Annex oder irgendwie so? Schaut schon lustig aus hier so auf dem Mond. Ich bin ne Mann, ne. Nein, geh weg. Hörst du auf? Da hopp, mach! Angriff! Angriff, Roboter! Ich weiß, du bist eh wieder zu dumm dafür, aber. Sehr gut. Alle Einheiten pingen und ausweichen. Oh oh. Oh scheiße, Beschädigungsstufe steigt gleich. Oh fuck. Da unten ist nichts aufgetaucht, oder? Nee. Okay, 3 wird hart. Na toll. Was für eine Lusche. Das ist auch so ein Nest. Greift mich an! Oh oh! Oh oh! Hä? Kommt schon, ihr traut euch doch sowieso nicht! Ihr feigen Schweine! Okay, fühl dich gut. Was ist das? Nein, scheiß auf das Wasser, ich will. Egal. Da ist ein dämlicher Stein. Asteroidenfragment. Für what? Mal. Regal, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Was haben wir da? Der Weltraumaufzug. Ja klar, haben wir schon mal, glaube ich, schon mal gelesen im letzten. Im Original Let's Play. Nicht Let's Play, das war ja kein Let's Play, da habe ich nur eine Let's Play. Was schade ist. Wir kommen voran. Wir werden. Oh, wo geht's da hin? Da geht's da unten ins Signal, oder? In die Toilette? Da war ich doch schon. Niemand will in die Toilette. Ist da irgendwo weiter? Ja. Toll. Hua. Hä? Ey, duck dich! Ist oben irgendwas? Irgendwie ist das gerade voll der Reinfall. Ach halt, da war da. Riley Yu, PTS-Direktor. Ein Hinweis der Sicherheit. Die Typhon-Tore sind unerlässlich für das Wohlergehen der Besatzung. Sollten Sie ein aktives Tor vorfinden, melden Sie es der Sicherheit. Aktivieren Sie ohne Erlaubnis nicht die Überbrückung. Hä? Ja, klar. So, Dokumente über die Stationierungsanforderungen. Psychologische Risiken. Studien zeigen, dass bei länger als 3 Monaten stationierte Besatzungsmitglieder eine signifikante Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhaltensänderungen und psychischen Störungen besteht. Auswirkungen von Verhaltensproblemen können durch entsprechende Hilfsmittel zur Überwachung der Gemütslage und Risikoabschätzung abgemildert. Ja, schön. Neuromods. Ja, ich dachte, die schalte ich hier irgendwie frei. Aha, aha. Dass sie nichts in ihren Schränken haben. Schon vor den. Oder machen wir uns besoffen. Was ist das? Pillen. Was? Wo kann ich das lesen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, das eine da heißt Licht. Was ist Licht oder Leben? Das da ist ein. Ist das ein Key? G ist das, glaube ich. Und das unten ist ein Längungszeichen. Es ist auf jeden Fall.
Tang-Dynastie, das ist auf jeden Fall japanisch, glaube ich. Ja, ich bin schon voll der Experte in der Geschmalle. Ja toll, das Psychoskop ist weg. Wer bist du eigentlich? Kenneth McAllister. Ja. Was ist das? Hör auf damit. 1, 2, 3, ich komme vorbei. Cool. Wer bist du? Vorratsraum. Cool. Organisches Material. Noch mehr Neuronmods. Recyclerladung. Nee, 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 nee. Oh, ist das die U? Ist das die U? Ja. Wir haben die freigeschalten. Geil. Schalte dann jetzt aus Clarita frei. Schließe Sicherheitsmitarbeiter Batius Kampagnenziel ab. Oh, das ist krass. Entkommen mit der Reinigungskraft. Achso, okay, das ist bloß Reinigungskraft. Direktorium besetzt. Mit allen 5 Besatzungsmitglieder. Im Sicherheitsmitarbeiter entkommen im Mimikportal. Bewusstseinssimulation. Entkomme durch die Bewusstseinssimulation im Peteas Labor. Durch das da? Hallo? Hä? Und der Typ, da ist er. Was machst du für komische Geräusche, Alter? Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Wo ist das? Geil, zerknittertes Papier. Ah, was ist da hinten? Stellvertretender Repräsentant und Menschsein. Ach, scheiß auf Menschsein. Menschsein ist was für Anfänger. Mail. Wir haben... was zur Hölle? Wisst ihr, wie das ausschaut? Wie so eine Folterding so. Hallo, Mr. Bond. Wir werden Sie jetzt kaputt machen. Wir haben da zwei Laserstrahlen aktiviert, wo sie sich dann befreien werden und uns alle umbringen werden. Wir haben Daten vom Projekt Genesis zusammen. Kannst du mal aufhören mit der Scheiße? Aber das Ergebnis macht wenig Hoffnung. Zunächst die gute Nachricht. Die Testobjekte zeigen ein bisher unerreichtes Muster synaptisch aktiviert werden. Die Probleme mit dem Psychoskop gemessen und ausgewertet werden können. Solange wir lebende Testsubjekte haben, kann die Beobachtung fortgesetzt werden und die Ergebnisse lassen sich problemlos analysieren. Wie wir an diese Testsubjekte herankommen, ist eine andere Frage. Das Psyche-Vermögen des jeweiligen Volontärs muss auf ein Niveau gebracht werden, das sich für die meisten Subjekte als tödlich erwiesen hat. Selbst wenn sie die Installation überleben und für Genesis bereit sind, ist ihre Psyche zu instabil und die Belastung zu verkraften, was Hyperaggression und Wahnvorstellungen zur Folge haben kann. Nachdem bereits mehrere Wissenschaftler verletzt worden waren, wurde die Fernbeobachtung eingeführt. Dr. Meng Tsai, Peter Ast... irgendwas halt. Warum ist die eigentlich tot? Hallo, ich will da drauf. Komm schon, ich will, dass diese geilen Nadeln in meinen Kopf gehen. Nee, keine Ahnung. Gibt's hier jetzt noch mehr oder war es das schon? Also wir haben auf jeden Fall die alte gefunden. Um die Putze freizuschalten, müssen wir... Was ist das? Nix. Lautsprecher. Wow. Das war jetzt bloß für mein Head. Oh. Guck mal, ist weg. Na gut. Hallo. Mehr ist es nicht? Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich mit dem Ding entkomme. Mit dem Mimikport. Alter, erschreckt mich halt, oder? Du dämlicher Penner. Ups. Hä, da komme ich gar nicht rein, ne? Wie komme ich da runter? Ich will da runter. Hä, ist das der Vorratsraum?
Fluchtkapsel-Navigationschip habe ich dann jetzt sogar schon dabei. Ich könnte jetzt 10-mal abhauen, ne? Nein, weg da. Ja klar, hauptsache diese scheiß Flexi-Dinger liegen überall rum. IC-Ingenieur. Was ist das? Durchgebrochen Platinen. Nicht genug Platz. Hey Alter, was geht? Sehr gut, danke. Warte mal, können wir da durchschauen? Ich glaube, wir konnten da immer durchschauen, ne? Geil. Schlechte Textur. Das hatten wir jetzt alles. Wie komme ich da rein? Das Escape Pod. PTS Lab. Mach mal, kann ich das da drin freischalten? Ja, nichts gesichert, Schnauze. Oh ja, die Munition habe ich gar nicht mitgenommen. Da. Programme. Oh, entsperren. Cool. Bereichskarte, her damit. Abwärts, ein Stock tiefer. Warte. Warum habe ich so ein scheiß Ding schon wieder dabei? Es kann nur einen Schrot geben. Eigentlich sind ja die. Oh oh. Müssen überall diese Dreckszysten rumliegen? Louis Mock. Okay, passt. Wow. Stimmt, ich kann den Scheiße jetzt scannen, ne? Na gut. Warte, ich hab die Schallgedämpfte, ne? So. So. Tötet euch gegenseitig. Ja, okay, dann kommt nämlich die normale. Eigentlich wollte ich mich ja beeilen, aber ich glaube. Ah, scheiße drauf. Ich glaube, ich lasse mir Zeit und erkund alles. Ich meine, scheiß drauf, wenn wir sterben. Zurücksetzen, los geht's. Fuck! Wo kamst du, Drecksau, jetzt? Achso, das sind die. Das sind die anderen Dinge. Es folgt ein Hinweis der Sicherheit. Exotisches Material ist dem Pythias Labor und Krater vorbehalten. Verstöße führen zu sofortigen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung. Ich bin so gut wie im Arsch. Oh! Hilfe! Oh! Hilfe, ich stürze. Oh! Oh! Scheiße! Diese kleine Drecksau. Triss mich eh, ne? Triss mich eh, ne? Schnell scann doch den endlich. Oh. Ah. Oh. Warte kurz. Ich muss die Waffe weg.
Warte, den hab ich da eigentlich, fällt mir gerade ein. Noch einer, da waren ja zwei, ihr dreckigen Schweine. Wer bist du? Pavel Zujuba. Alles her damit. Aber jetzt gehen wir voll auf Konfrontation. Jetzt wird hier alles weggemetzelt. Ich habe bloß noch 6 Schuss, scheiße. Okay, mehr sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.